Liebe Schützen, verehrte Mitglieder, bevor ich euch ein frohes neues Jahr wünschen möchte, blicken wir einmal zurück auf das Vergangene und werfen einen Blick auf das vor uns liegende Jahr. Nicht nur in Entrup und im Stadtgebiet Nieheim, sondern auch im gesamten Bundesland sind die Schützenfeste ein weiteres Mal der Pandemie zum Opfer gefallen. Für unser Dorf, für den Schützenverein und für den angehenden König kommt das einer kleinen Katastrophe sehr nahe, wodurch das Schützenfest hier im Dorf das jährliche Highlight ist. Die Kranzniederlegung am Samstag unseres eigentlichen Schützenfestes haben wir uns trotz der widrigen Umstände nicht nehmen lassen. Mit einem Gebet und der Kranzniederlegung dachte der Vorstand den Gefallenen der beiden Weltkriege. Leider konnte dies nur im kleinen Kreis und mit Abstand durchgeführt werden. Blicken wir nun voraus. In diesem Jahr nun, wenn wir hoffentlich feiern können, richtet der Heimatschützenverein Entrup das Stadtschützenfest der Gemeinde Nieheim aus. Zudem feiert der Verein sein 325-jähriges Bestehen seit der ersten Aufzeichnung. Wir vom Vorstand haben uns schon eine ganze Weile Gedanken gemacht, wie wir das gebührend feiern können. Als einer der ältesten Vereine im Stadtgebiet Nieheim ist auch die Satzung schon einige Tage alt. Die wollen wir uns angucken und überarbeiten. Einige Punkte müssen ergänzt, erweitert oder auch gelöscht werden. Dies ist eine aufwendige, aber nötige Aufgabe. Im Zuge dessen wollen wir uns dem Vereinslogo widmen, es ein wenig ändern und auf einen moderneren Stand bringen. Des Weiteren wird es im gesamten Jubiläumsjahr kleine Botschaften, etwa Grüße vom Fähnrich, eine Ansprache zu Ostern und Beiträge in den sozialen Medien geben, um das Jahr 2022 gebührend zu feiern. Ein solches Fest beschränkt sich nicht nur auf die Feierlichkeiten des Schützenfests selbst, sondern wird das ganze Jahr über ausgetragen. Wir vom Vorstand und ich denke auch ihr alle hoffen, dass wir in diesem Jahr unser großartiges Fest wieder ausrichten können. Bis es soweit ist, wünsche ich euch, auch im Namen des gesamten Vorstandes, ein frohes und glückliches neues Jahr 2022. Bleibt alle gesund, damit wir bald alle wieder zusammen an der Theke stehen können. Beste Grüße vom Oberst des Heimatschützenvereins Entrup von 1697. Horido!